So, hallo und herzlich willkommen. Heute mal wieder zu einem kleinen Tutorial. Und zwar geht es um eine Installationsanleitung bzw. Mod-Download-Anleitung für die folgenden Server. Und zwar sind es die Zombie-Horde-Server, nicht Zombie-Horde, Zombie-Hölle-Server. Und einmal geht es um den 1er des Exile Chernaurus und der 2er ist Exile auf der Karte Napf. Beides haben sehr geile Modifikationen draufgespielt, die ihr vielleicht schon in Videos gesehen habt, die ich in letzter Zeit hochgeladen habe und wo ich auch weiterhin aktiv spiele. Andererseits kennt ihr den Server vielleicht auch von Moondai, der spielt auch aktuell auf dem Server. Dadurch bin auch ich auf den Server gekommen und jetzt will ich euch einfach kurz ein paar Möglichkeiten erklären, wie ihr das Ganze runterladet und das möglichst einfach und alternativ auch mit anderen Möglichkeiten und was es für Probleme geben könnte. So, als allererstes möchte ich hier, es ist Forum zombiehölle.de. Da könnt ihr euch ganz einfach dann registrieren. Da könnt ihr euch über Steam einloggen, dann müsst ihr euch nicht ganz so kompliziert anmelden oder registrieren. Und da bin ich aktiv, auch hier, wie ihr seht, mit meinem Mate Crusher. Und ja, jetzt kommen wir zu dem Beitrag, den Char geschrieben hat. Und zwar sind das hier diese Sachen, die ihr runterladen müsst. Neben dem Exil-Mod. Also den Exil-Mod könnt ihr von exilmod.com runterladen. Die ganzen Sachen könnt ihr einfach in der Steam-Lobby, also im Steam-Workshop, quasi abonnieren. Und dann lädt er das automatisch runter. Das Ganze sieht dann so aus. Wenn ihr dann Arma 3 öffnet und hier auf Mods geht, habt ihr diese ganzen Sachen drin und da macht ihr einfach ein Häkchen rein. Wichtig, gleich vorneweg, wirklich nur diese Sachen aktivieren. Wenn ihr zu viel oder zu wenig aktiviert, werdet ihr direkt wieder vom Server gekickt. Den Exile Mod könnt ihr nicht in dem Steam Workshop finden. Steam selber sagt, okay, der Mod ist nicht, ich weiß es nicht ganz genau, was der Grund war, aber sie haben ihn nicht in den offiziellen Workshop einfließen lassen. Daher ist es auch schwierig, da irgendwas zu finden und deswegen ladet ihr das Ganze von der Homepage runter oder, wie ich gleich noch alternativ zeige, mit dem Arma 3 Launcher, mit dem A3 Launcher. So, wenn ihr den Exil-Mod runterladet von der Homepage, müsst ihr den dann quasi hier über diese Funktion manuell hinzufügen. Arma 3, dann geht ihr auf Exil, Ordner auswählen und dann habt ihr den dabei. Das müsst ihr eben manuell machen. Wie gesagt, alles andere müsst ihr auf jeden Fall deaktivieren. Sobald ihr andere Sache noch mit drin habt, geht es einfach nicht. So, hier findet ihr nochmal die ganzen Links. Ich werde dir auf jeden Fall auch nochmal diesen Forum-Link in die Videobeschreibung reinposten. Ich wollte es einfach nur nochmal als Video machen und meine Erfahrungen eben mit einfließen lassen, mit dem ihr möglichst wenig Probleme habt. Ich würde euch generell empfehlen, schaut doch dann im Forum vorbei, meldet euch schon über Steam an. Da findet ihr viele Infos, auch was kommt, Events und was weiß ich was. Und hier, das sind die zwei Server, die sind abends auch relativ voll, fast immer eigentlich, zu Primetime auf jeden Fall beide voll. Wir sind auf beiden aktiv und gucken halt eben immer wieder ein bisschen da, wo Platz ist, sagen wir mal ganz einfach. So, das ist jetzt die eine Möglichkeit, ihr ladet manuell und über den Steam Workshop runter. Die Alternative ist, ihr ladet euch den A3 Launcher runter. Das könnt ihr einfach googeln, A3 Launcher, Download, dann kommt direkt die offizielle Webseite. Denn ist eine ganz praktische Sache, wenn ihr viele verschiedene Mods oder Server ausprobiert, denn ihr könnt hier quasi einfach den Server raussuchen, gebt eckige Klammer, ZH, eckige Klammer, dann kommt der erste und zweite Server. Napf von Chernobyl, da könnt ihr dann rechts hier drauf klicken und dann lädt er automatisch alles runter, was euch noch fehlt bzw. was euch braucht. Dann müsst ihr gar nichts mehr von Hand machen oder sonst irgendwas. Dann seht ihr hier rechts bei Mods, der lädt dann eben alles runter und macht alles von Hand. Wichtig ist, wenn ihr den Computer währenddessen ausmacht oder irgendwas, PC wird neu gestartet, Internet gekappt, was weiß ich was, dann wird der Download unterbrochen, dann kriegt ihr eine eklige Fehlermeldung und wisst nicht, um was es geht. Dann müsst ihr einfach, so wie hier zum Beispiel, eben die Fehlerquelle suchen und auf Verify klicken. Dann checkt er das und fängt den Download von vorne an. Nicht von vorne, aber er macht eben weiter. Ansonsten checkt er es nicht und ihr kriegt eine Fehlermeldung, dass mit dem Mod irgendwas nicht stimmt, weil ihr ihn einfach nur zur Hälfte runtergeladen habt. Ganz einfach. Wichtig beim A3 Launcher nochmal, ihr geht auf Settings, guckt hier eben den Mod Downloads Path, gebt ein, wo die Mods runterladen könnt ihr auch in den Arma 3 Ordner irgendwo extra machen.
Hier müsst ihr ARMA 3 Pfad reingeben, also Steam, Steam Apps, Common ARMA 3. Und dann kann er sich da diese Mods eben rausnehmen bzw. speichern, wie jetzt das Exil. Und ja, hier könnt ihr noch ein paar Startoptionen eingeben, die ihr eben wollt, dass ihr kein Intro wollt und was weiß ich was alles. Und nicht vergessen auf Save klicken, sonst gebt ihr irgendwas ein oder ändert irgendwas und wenn ihr nicht auf Save drückt, bringt es halt nichts. So, wenn ihr das alles gemacht habt, könnt ihr einfach hier auf den Server gehen, spielen. Wenn ihr nicht ohne den ARMA 3 Launcher spielen wollt, nehmt ihr einfach diese IP, geht dann in ARMA 3 rein, gebt direkt Eingabe, also die, wo man direkt die IP eingibt, gebt es einen Port und dann kommt ihr auch direkt drauf. Funktioniert auch ohne Probleme. Nur wichtig da, dass eben wirklich nur diese Sachen hier aktiviert sind. Also das ist aktuell, das könnt ihr euch dann auch oben speichern, als ARMA Exil zum Beispiel. Und das sind jetzt wirklich die Sachen, was ihr braucht für beide Server. Jo, dann sage ich mal, ich hoffe, es euch hat's geholfen. Wenn ihr noch Probleme haben solltet, was ich jetzt vielleicht irgendwas vergessen habe oder noch irgendwelche Sachen habt, dann schreibt es in die Kommentare. Ansonsten gebt einen fetten, fetten Daumen hoch, ja. Würde ich mich auf jeden Fall freuen. Vielen Dank auch für das rege Einschalten bei den ARMA 3 Folgen wieder. Wer mich von früher noch kennt, weiß ja, ich war bei ARMA 3 extremst aktiv und habe dann aber mit einmal halt so keinen Bock mehr auf ARMA gehabt und dann ging so mit YouTube alles ein bisschen langsamer und jetzt ist eben wieder dadurch, dass ich irgendwie wieder ARMA 3 Videos mache, ist wieder viel Aktivität da. Vielen Dank dafür, auch für alle neuen Abonnenten. Hammer, ihr motiviert mich ultra weiterzumachen. Und ja, eben, ich versuche dann immer wieder mit so Videos euch ein bisschen zu helfen, dass ihr auf den Server kommt. Weil ich denke, viele jetzt gerade durch die Videos von Moondai wollen eben auf den Server und wissen dann auch nicht so schnell, oh, wie jetzt, wo jetzt, was jetzt. Ich muss auch erst ein bisschen gucken, wie heißt der Server und so weiter und so fort. Und deswegen, jo. Haut rein, viel Spaß auf dem Server, vielleicht sieht man sich mal und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.